Der Snooze ist alle. Was machen wir jetzt? In so einer Möglichkeit gibt es die Möglichkeit natürlich vorher zu bestellen, so wie man ich das hätte machen können. Aber da ich das natürlich jetzt nicht gemacht habe, müsste ich jetzt eine Woche warten darauf und das wird ein bisschen eng. Und natürlich kann man auch Schnupftabak in der Zwischenzeit schnupfen, aber für die Arbeit brauche ich ja Snus und ja, da fällt mir nur eine Möglichkeit ein. Chewing Bags. Und da fahren wir jetzt mal los, holen die hier. Die gibt es nämlich hier tatsächlich bei mir im kleinen Kaff. Und wir werden davon mal ein paar holen und werden die dann auch verschicken. Ich wollte übrigens nochmal mein Board zeigen, das ist nämlich ein echtes 80er Jahres. Und wie sieht das von unten aus? Und hier kommt die Jungen und Achsen, damit es schneller geht. So, aber egal. Da hinten ist der Lottoladen. Du kannst es noch nicht erkennen. Da hinten ist der Lottoladen der Begierde und da gibt es tatsächlich Chewing Bags. Diverses Kanal und heute, nachdem wir erfolgreich den Chewing Bag aus dem Tabakladen kaufen konnten, ich wäre sogar fast erwischt dabei worden, wie ich gefilmt habe. das wollte ich ja nun nicht, deswegen sieht das wahrscheinlich ein bisschen scheiße aus, aber nichtsdestotrotz, es sollte auch nur so ein kleiner Gag sein. Es geht ja um die Chewing Bags, die Slim-Variante. Ich habe sogar noch einen drin. Davon habe ich mir natürlich gleich reingepfiffen. Und wir wissen ja, Thunder ist ja, sag ich mal, der deutsche Vorreiter in den Chewing Bags und es wird ja viel gemeckert über die Chewing Bags und es wird viel gesagt, oh nee, da ist ja Snooze viel besser. Sicherlich wird Snooze sicherlich auch besser sein, das will ich auch gar nicht sagen, aber es kriegt ja nicht, kommt ja nicht jeder und ich sag mal, es kommt ja nicht jeder irgendwie in den Genuss, in richtigen Snooze probieren zu können. Und wer weiß, wie lange das alles mit den Online-Shops noch funktioniert. Wenn das irgendwann mal endet, müssen wir auf Alternativen zurückgreifen. Und wer also gerne trotzdem weiterhin Beutelchen sich in den Mund stecken möchte, der bleibt dann wohl keine andere Wahl, als sich wirklich die Slim Chewing Bags zu kaufen. Solange es die dann auch noch gibt. Die soll es ja angeblich auch lange nicht mehr geben. Doch bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Ich weiß nicht, was TPD2 dazu sagt. Keine Ahnung, bis jetzt habe ich aber zumindest meine erste Einschätzung noch nicht gehört, dass das irgendwie enden soll oder so. Ja, kommen wir mal zu den Chewing Bags. Natürlich sollt ihr darauf rumkauen, denn es ist ja Kautabak. Na, das dürfen wir ja nicht vergessen. Na, das ist ja ganz wichtig. Nicht, dass wenn die EU hier zuguckt, dass sie denken, dass das Snus ist. Nein, es ist Kautabak. Und danach ist es natürlich dann in Deutschland hier ganz normal käuflich, erwerblich. Und das böse Snus, was man ja nicht kaut, was dadurch ja viel, viel gefährlicher ist, da man es ja nicht kaut, ist das ja verboten hier. Und ja, Kautabak ist, wie gesagt, aber noch erlaubt. Und ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen mal die Verpackung an. Ich zeige euch das mal. Ist nicht spektakulär, es ist halt eine silberne Dose. Eine, ja, ne, dann ist hier oben dieser schöne, leckere Warnhinweis drauf. Aber es gibt ja einen schlauen Kanal auf YouTube, nämlich Prestini TV. Auch bei Uwe im Video habe ich es schon gesehen. Und ich möchte mich dem natürlich anschließen. Ihr könnt das einfach hier abziehen. Oder zumindestens... Da hat die EU das hier schwerer gemacht, dass man das abziehen kann. Ne? Aber doch, es funktioniert noch. Und da ist der Warnhinweis weg. Zumindest von der Seite. Und ja, hier oben ist er noch nicht drauf.
Und so könnt ihr ihn einfach gehörig in den Müll schmeißen, dann ist gut. Ja, wir haben hier eine typische Thunder-Dose, Entsorgungslid, ne, kennen wir von Thunder, ne, sieht eigentlich im Prinzip gleich aus. Thunder Slim White Dry Portion Frosted, die haben ja immer ziemlich lange Namen. Und das Ganze ist hier hinten nochmal mit den Inhaltsstoffen drauf und, ach nee, sind gar nicht drauf, Entschuldigung, Inhaltsstoffe sind hier nicht drauf. Nettogewicht 13,2 Gramm. Dieses Produkt ist ein geschnittener Tabak in Portionsbeutungen. Zu Beginn einige Male leicht drauf kauen und dann die Backentasche ruhen lassen. Genießen Sie das Aroma und die Wirkung. Für mehr Geschmack und Wirkung immer wieder leicht auf den Beutel kauen. Steht hier hinten sogar drauf. Ganz wichtig, kaut die Chewing Bags, liebe Freunde. Na, sonst gibt es die nachher irgendwann nicht mehr. Und ja, an der Seite sieht das Ganze dann so aus. Chewing Bags Frosted. Und ja, ich würde sagen, wir riechen mal dran. Oh, ein herrlicher Spearmint-Geruch. Ich mag Mint. Ne, so sehen die aus, halt slim, ich zeige sie gleich nochmal richtig. Riecht sehr nach Kaugummi. Ich muss sagen, ich bin ein echter Mint-Fan. Ich mag Mint-Dips, ich mag Mint-Snooze, ich mag Mint-Chewing-Bags, Mint-Kautabak kann man auch sagen. Das mag ich alles sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen sind die für mich eigentlich eine relativ gute Alternative. Manchmal, ich mag auch gerne tabakreine Tabake, also egal jetzt ob Schnupf, Snooze oder sowas ähnliches, aber manchmal darf es auch gerne mal ein bisschen aromatisiert sein und meine Favorite-Sorte ist da auf jeden Fall Mint. Na, ist natürlich Geschmackssache, muss jeder für sich selber wissen. Wer natürlich kein Mint mag, der sollte natürlich davon dann natürlich auch gleich mal Abstand nehmen. Ja, was habe ich für die Dose bezahlt? 4,95 Euro im Tabakgeschäft direkt. Ich habe jetzt natürlich für euch heute mal wieder nicht den Snuff Store aufgemacht, habe ich vergessen. Und müsste das jetzt machen, dazu bin ich jetzt aber ein bisschen zu faul. Aber ich glaube, so in dem Preissegment werden die sich da auch einordnen. Kann sein, dass der Tabakladen ein bisschen teurer ist, vielleicht 10, 20 Cent. Okay, nehme ich aber dafür an. Dafür brauche ich hier nur einmal die Straße runterfahren und kann mir das Zeug holen. Bin übrigens immer noch völlig begeistert, dass es die hier echt in Stockelsdorf gibt. Kassiererin, und nein, die Kassiererin hat mich nicht erkannt. Ich dachte erst, nein, das war ein Spaß. Ja. Gut, schauen wir uns mal die Portions an. Portions sehen so aus, typisch slim. Sieht so ganz gut aus. Also ich muss sagen, die haben sich da wirklich auch echt Mühe gegeben, die Leute von Thunder. Das ist natürlich eine White Portion. Also sie haben sich richtig Mühe gegeben. Das war früher mal, als zu den Anfängen die ersten Chewing Bags rauskamen, die waren doch relativ ranzig. Diese hier sind schon wirklich richtig gut gemacht worden und man merkt auch so, wenn man das sich so fühlt, finde ich, wenn ich jetzt die Augen zu hätte, man würde mir jetzt eine andere Slim Portion vom Snooze geben, würde ich, glaube ich, den Unterschied nicht wirklich merken. Und von daher ist das, denke ich mal, genau das Gleiche. Ja, ich würde mal sagen, ich reiß hier mal einen auf. Einfach mal, um zu gucken, wie das da drin überhaupt aussieht. Weil es ist ja ein Unterschied. Es ist ja kein pulverisierter Tabak, sondern es ist geschnittener Tabak. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen sehen kann, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Es ist tatsächlich, sieht aus, wie als wenn man eine Zigarette aufmacht. Im Prinzip. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das muss natürlich ein bisschen anders sein als Snooze, weil es halt sonst ja auch kein Kautabak wäre. Das muss natürlich ein bisschen anders aussehen. Das ist halt einfach so. Aber gut, nichtsdestotrotz, vom so geschmacklich macht es jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Ja, Geschmack, wir haben hier einen schönen Minzgeschmack, gibt eigentlich gar nicht mehr darüber zu sagen. Ist halt ein Mint-Snooze. Und ja, wie soll ich sagen, also da gibt es jetzt irgendwie nicht großen große Geschmacksexplosion. Das ist ein bisschen, geht mehr ins Spare-Mintige rein. Das Ganze heißt ja nur Frosted, aber das ist dann ja Mint. Ja, also, ne, so schmeckt das halt. Und liegt gut im Mund drin. Hier oben schmeckt auch gut. Ein bisschen Tabakgeschmack kommt tatsächlich auch durch. Dieser hat ein ganz gutes Aroma. Ja, also ist durchweg eigentlich eine ganz, ganz gute Alternative, muss ich wirklich mal sagen. Natürlich gibt es jetzt wieder die Leute, die sagen, ja, Snooze ist besser, ich will euch da ja auch nicht Unrecht geben, aber ich sag's nochmal, es ist als eine Alternative, ne? Ihr müsst mal dran denken, das ist in vielen, vielen Ländern ist das verboten und ja, also da jetzt mal, sag ich mal, zur Alternative zu greifen, finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee und ich hoffe auch, dass weitere Firmen das auch noch gut hinkriegen. Es gibt Firmen, die kriegen es nicht so gut hin. Al Capone habe ich jetzt noch nicht probiert, ich habe jetzt auch noch nicht
Doch, Ink habe ich probiert. Ink hat jetzt mittlerweile aber auch wieder was Neues auf den Markt rausgebracht. Ink hat mir jetzt, wenn ich mal nachhinein gucke, nicht ganz so toll geschmeckt. Zander ist da im Chewingback-Bereich eigentlich schon die führenden im Moment. Ich weiß nicht, es gibt ja jetzt auch noch die von General, die Chewingbacks. Keine Ahnung, ob die jetzt noch besser sind. Ich versuche mal irgendwie da ranzukommen, aber das wird es hier oben in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwo bestellen kann. Ich hoffe, der Snuffstore nimmt sie irgendwann mal ins Repertoire auf, weil das wird auch, ja, durch dieses TPD2 habe ich echt gesagt noch ein bisschen Schiss vor, dass da noch einiges verschwinden wird. Es ist ja nun schon wirklich vieles auf dem Weg auch zu verschwinden. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die davon nicht betroffen sind. Ja, kommen wir zum Fazit. Für mich, wie gesagt, ich habe es gesagt, ist es eine gute Alternative. Ich nutze es gerne, weil manchmal ist es so, man hat ja auch mal, sag ich mal, die Tage, wenn man, ich natürlich nämlich löse Snooze lieber, ne? Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt mal, man muss ja auch immer, denn man kerkert sich ja auch immer eine große Bestellung ein, sodass man denn, sag ich mal, ja, also dass das halt so ist, dass man halt einen großen Vorrat hat und dann passt es manchmal nicht, dass man jetzt wieder was bestellen muss oder so. Und dann gehe ich auch mal zu dem Tabakladen und hole mir jetzt, wie gesagt, die Sander-Dinger. Ich habe die Frau auch gebeten, das bitte im Sortiment zu lassen. Und dann kann ich schnell mal was holen. Ne? Ich muss halt keine Stange nehmen. Es reicht ja, wenn ich dann mal eine Dose nehme und dann ist die Sache wieder gut, bis ich wieder den normalen Snooze habe. Ne? Also als Alternative definitiv gut. Und natürlich auch gut für die Leute, die sich überhaupt mal mit dem ganzen Thema, finde ich, mal befassen können. Also wenn ihr zum Beispiel mal sagt, hey Mensch, ich will das mal probieren, dann probiert das ruhig mal aus, ist ja weitestgehend in Deutschland erhältlich, ob es jetzt bei euch im Tabakshop ist, müsst ihr halt mal gucken, ansonsten auf jeden Fall beim Snuff Store oder bei Snuff & More und da könnt ihr euch dann damit einfach mal probieren und ja, also ne, ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht und ich finde, man sollte jetzt auch die Chewing Bags nicht so doll verteufeln, es ist okay, es ist als Alternative ist es vollkommen in Ordnung. Gut! Ja, was kommen wir mal zur Bewertung, was gebe ich dem? Ja, ich nehme das mal in eine Chewing Bag Wertung rein. Bis jetzt gefallen mir die ganz gut. Ich mag die sehr gerne und ich würde ihm mal eine solide 8,5 von 10 Punkten geben für die Slim White Dry Portion. Finde ich bis jetzt eigentlich am besten. Mag ich sogar tatsächlich ein bisschen lieber als die normalen. Diese schocken mich noch ein bisschen mehr an. Aber ja, wie gesagt, das ist ja alles immer Geschmackssache. Aber von der Qualität her kann ich nicht meckern. Ist alles, denke ich mal, in Ordnung. Preis, okay, ist natürlich aber auch gerechtfertigt, sag ich mal, gut. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, sowas hier zu importieren. Und deswegen glaube ich mal, deswegen ist der Preis auch so ein bisschen höher. Ich meine, ihr kriegt natürlich Güteborgs Rapé für 4,60 Euro oder 4,70 Euro oder noch günstiger. Ich weiß es jetzt gar nicht. Die Dose, aber ja gut, ne, für einen schnellen mal zwischendurch. Überlegt mal, was eine Schachtel Zigaretten jetzt kostet. Ne? Also immer das bitte als Beispiel sehen. Unsere Dose hält bei mir schon gute 3 Tage. Ne? Ich bin da schon ein bisschen mit, oder ich wechsle ja auch viel. Ne? Und deswegen. Gut, jetzt war aber auch genug gesammelt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, hier beim Diverses-Kanal. Und ja, also bis dann. Macht's gut, haut rein und tschüss.